Oh, hallo, willkommen zu diesem unglaublich witzigen Video. Heute zeige ich euch, wie man mit Mapmaking anfängt. Also, damit du das jetzt auch endlich mal kannst, herzlichen Glückwunsch. Das Video ist genau für dich. Falls du keine Ahnung hast, wie Mapmaking funktioniert, ich zeige dir das heute mal. Willkommen zu meinem coolen Desktop, der ist übrigens demonetarisiert, genauso wie mein Leben. Und ja, das ist sozusagen die Welt hier momentan. Das, alles, was wir hier gerade brauchen, ist Minecraft. Was wir tatsächlich auch noch brauchen könnten, wäre minecraft.de, meine krasse Wix.com-Seite, wo ich mir noch nicht das Premium leisten kann. Ist eine ziemlich nice Seite tatsächlich, das sage ich natürlich, weil es meine eigene ist, wo ihr euch Tutorial, Data Packs, Resource Packs und Tools für eure Maps runterladen könnt. Ziemlich gediegene Geschichte, falls ihr mit Mapmaking anfangt. Ist ganz cool. Generell mein Kanal ist auch zu empfehlen für Mapmaking-Anfänger. Und dann haben wir noch etwas, das nennt sich Notepad++. Und das ist so ein cooles Programm, wo man quasi Code editieren kann für Minecraft, weil in Minecraft Mapmaking arbeiten wir mittlerweile in Funktionen. Das sind sozusagen solche kleinen Skriptdateien, die dann abgespielt werden, quasi Stück für Stück in den Commands. Und den kann man auch in den Commands, kann man die anderen Funktionen referenzen. Das heißt, man kann schon Rekursionen machen, man kann If-Abfragen machen. Heißt, Leute, die ein bisschen Ahnung vom Programmieren haben, werden Sachen wiedererkennen, was es in Minecraft momentan gibt. Und tatsächlich ist Minecraft, was das angeht, relativ weit. Ich glaube, es ist sogar schon Turing komplett, so von der Sprache her, falls ihr mir was das. Also könnt ihr euch auf jeden Fall darauf einstellen, dass man mit Minecraft viel anstellen kann. Kann man wirklich. Und vor allem ist es extrem einfach, schnell Ergebnisse zu sehen. Und deswegen ist es vor allem für Leute, die vielleicht später mal programmieren wollen oder später mal Spiele entwickeln wollen, ziemlich geil, weil man mit ein paar Commands schon komplett coole Sachen anstellen kann, wenn man nicht so viel internes Wissen machen muss, weil Minecraft eigentlich relativ viel für einen macht. Ziemlich coole Geschichte. Deswegen finde ich Minecraft Mapmaking auch so cool. Auch wenn ihr irgendwie einen coolen Spielprototypen euch gedacht habt, könnt ihr den einfach in Minecraft umsetzen und schauen, jo, kann das Spaß machen? Und dann geht das vielleicht sogar noch schneller als zum Beispiel in Unity. Okay, vielleicht nicht so schnell wie in Unity, aber schneller, als wenn ihr es jetzt in Java losskripten würdet. Gut, genau, deswegen, also könnt ihr euch auf minecraft.de auf jeden Fall mal gönnen. Gibt Resource Packs, die ganz praktisch sind, wo ihr neue Items hinzufügen könnt. Videos dazu kommen auch noch, wie ihr die genau macht. Es wird jetzt so eine richtige Tutorial-Reihe, wie wirklich alles funktioniert, was Mapmaking angeht. Übrigens auch ein Danke an die 6400 Leute, die hier schon drauf waren. Und danke an die Leute an meinem Discord. Die haben nämlich heute mit entschieden, wie das Video aussehen wird, was da alles drin vorkommt. Und was ich sagen sollte auf jeden Fall wäre Notepad++, haben sie gesagt. Jo, muss ich unbedingt vorstellen. Und auch meine Sprache. Ihr könnt euch hier unter Tools meinen Syntax-Highlighter runterladen, meinen Command-Syntax. Der ist sozusagen dafür, dann könnt ihr hier einfach draufklicken, der ist dafür da, dass dann die Dateien, wenn ihr später so eine coole, krasse Funktion schreibt, dass das so ein bisschen gehighlightet ist, damit ihr genau seht, okay, Scoreboard ist ein Command, wenn ich ihn falsch schreibe, dann ist er nicht blau. Das ist vielleicht ein bisschen hilfreich am Anfang, damit ihr sehen könnt, oh, vielleicht habe ich da was falsch geschrieben. Ist nicht perfekt, ist wirklich keine Programmiersprache und es ist auch keine richtige Sprache, es ist tatsächlich einfach nur ein Highlighter. Das heißt, es ist das kann nicht irgendeinen Kontext erkennen, sondern einfach nur einzelne Buchstaben und einzelne Wörter. Das heißt, verlasse dich nicht zu sehr drauf, aber es ist trotzdem ganz schön anzusehen. Okay, das sei gesagt. Gut, fangen wir an mit Minecraft. Wenn ihr euch Minecraft runtergeladen habt auf minecraft.net, könnt ihr diesen krassen Launcher hier bestaunen und ihr könnt im Profil eure Entwicklungsversion anmachen, weil momentan, wo ich das Video hier aufnehme, ist die 1.13 noch nicht draußen. Heißt, wir brauchen Snapshots und der Grund, warum ich in 1.13 bin, ist, weil Minecraft 1.13 einfach, glaube ich, schon seit einem Dreivierteljahr draußen in Snapshots ist und seitdem dieses krasse neue Command-System so drin ist. Und mit dem kann man so viel Shit anstellen im Vergleich zum 1.12er oder 1.11er oder 1.9er. Das ist nicht mehr vergleichbar. Und ihr könnt euch auf jeden Fall sicher sein, und ich stehe da mit meinem Namen dazu, dass sich da nicht mehr viel ändern wird, weil das, wie es momentan ist, ist richtig geil. Und das ist cool gemacht und das ist auch wirklich durchdacht mal, das System. Im Vergleich zu vorher. Vorher war es einfach immer so, oh, wir haben ein neues Feature, das packen wir mal drauf. Und dann, oh, es scheint nicht so ganz so zu funktionieren. Und jetzt ist es richtig, also jetzt ist es wirklich geil. Auch mit den Data Packs, Leute, oh, beste Leben. Übrigens, wir werden heute auch noch lernen, wie man einen Data Pack macht. Ja, das ist ganz schön krass. Okay, also, wenn ihr eure Entwicklungsversion reinpackt, erstellt sich automatisch, ich mache das jetzt nicht kurz an und aus, weil sich sonst meins resettet, dann stellt sich automatisch hier ein neues Profil und ich kann da drauf gehen und kann dann quasi hier einstellen, wo zum Beispiel meine Saves gespeichert werden. Und ich empfehle euch, wenn ihr tatsächlich mit Snapshots oder mit experimentellen Versionen arbeitet, macht das auf einen anderen Ordner, nicht in .minecraft, sondern in .snapshot, weil, ja, ihr sonst eventuell eine Snapshot-Welt in der Vollversion öffnet von der letzten Version oder andersrum und dann können Welten kaputt gehen und dann weinen Menschen und Menschen sind traurig und
dieser Mensch bist vielleicht du und deswegen vermeide das, indem du Snapshot, indem du es in einen anderen Ordner speicherst. Du könntest einfach so hinschreiben, der Ordner wird dann einfach erstellt. Und bei der Auflösung habe ich jetzt einfach auf 1080p gestellt. Danke eBay Kleinanzeigen für den 4K-Bildschirm. Ah, beste Leben. Ja, sonst kann ich mir sowas nicht leisten. Gut, der Rest ist, wenn ihr noch mehr RAM hinzufügen wollt. Ich weiß jetzt leider nicht, was man hier genau reinschreiben muss, aber ich glaube, man kann einfach aus dem 1G eine 4G machen. Dann muss man das hier hinten auch noch irgendwo ersetzen. Aber ich würde damit nicht zu krass rumspielen, weil sonst könnt ihr eventuell was crashen, das wäre nicht so nice. Speichern wir das einfach und bei den Einstellungen nicht vergessen, Ausgabeprotokoll öffnen. Das ist wichtig, weil ihr sonst nicht seht, was in Minecraft abgeht. Und das ist ganz cool und ganz wichtig, weil, guck, ihr seht das hier, jetzt seht ihr quasi im Hintergrund alles, was da passiert und was da laufen wird, Waiting for Protocol, bla bla bla, die Sachen können wir alle wegmachen. Später kommen dann solche Errors und die kommen dann, wenn wir irgendwelche Commands in Funktionen falsch geschrieben haben, dann steht dann genau, in welcher Zeile und welcher Fehler das ist. Und das ist ziemlich nice, da kann man cool debuggen und dann seht ihr auch direkt, okay, was habe ich falsch gemacht? Was will meine Kraft von mir? Ah, das ist ganz nice. So, jetzt müssen wir warten, bis Minecraft startet, der neue Snapshot ist irgendwie ein bisschen buggy. Hoffen wir mal, dass das klappt. Hallo? Hilfe. Ist Minecraft überhaupt an? Ist das hier überhaupt am Laufen? Hallo? Ja, Minecraft ist nicht an, oder? Nee. Ist einfach gestorben. Oh, jetzt kommt's. Ah! Mein PC hängt. So, ihr seht gerade, es gibt hier einiges an Problemen, die aber mit Minecraft zu tun haben. Das liegt einfach am Snapshot. Oder? Ja, ich glaube schon. Das liegt nicht an uns. Das können wir ignorieren. Und was wir jetzt hier haben, ist Minecraft. Ihr seht, wir haben hier Minecraft offen und wir können, no, déjà vu, wir können hier jetzt einfach eine Welt erstellen beispielsweise. Ich habe ja schon ein paar Welten, weil ich schon öfter in meinem Snapshot-Ordner bin, aber normalerweise sollte der leer sein bei euch, falls ihr jetzt einen neuen erstellt habt. Gehen wir ganz kurz vorher nochmal, bevor ich jetzt hier irgendwas mache, in den Minecraft-Ordner rein. Ich gehe mal kurz in Roaming, also es ist normalerweise in, das könnt ihr hier oben eingeben, Prozentzeichen App-Data, das habe ich schon ewig nicht mehr gemacht, warte mal, App-Data, Prozentzeichen, dann müsstet ihr hierher kommen. Genau, richtig. Das ist ein super Geheimtrick. Das war immer das Krasseste bei den Minecraft-Tutorials. Könnt ihr übrigens auch einfach mit der Windows-Taste machen. Ich würde euch empfehlen, nehmt den Minecraft-Ordner, zieht ihn einfach in euren Schnellzugriff hier unten links rein und dann könnt ihr das einfach immer wieder draufklicken. Werdet ihr öfter benutzen, wenn ihr Mapmaker seid. Gut, ich gehe bei den Punkt-Snapshot-Ordner tatsächlich und kann jetzt hier, habe jetzt hier einen Saves-Ordner, einen Resource-Packs-Ordner. Und das war's eigentlich an sich. Das mehr brauchen wir nicht. Wir haben unsere Welten, wir haben unsere Resource Packs und mehr brauchen wir als Mapmaker eigentlich nie so wirklich. Logs sind vielleicht interessant, wenn ihr Modpacks macht und da irgendwelche Probleme sind, aber ansonsten Mapmaking-mäßig brauchen wir eigentlich nur die zwei Sachen. Okay, deswegen ist es wirklich simpel, ich sag's ja. Gut, machen wir eine neue Welt, die nehmen wir einfach mal Tutorial. LOL! Oder Logel? Nee, wir machen LOL. LOL, wenn dann schon richtig. Wir machen eine Creative-Welt, weil wir natürlich cheaten können. Deswegen hier eine Cheats an. Und wir können bei unserem super, super flat Map hier einfach mal kurz auswählen mit World-Type und einfach mal kurz eine Redstone-Ready-Map nehmen. Oder eine Void-Map. Using das Preset. Drücken auf Done. Ist jetzt vielleicht ein bisschen schneller, aber ihr wisst ja, wie man eine Minecraft-Welt erstellt. So, können wir reingehen. Wird die Map geladen. Und dann können wir anfangen irgendwie so zu starten mit Mapmaking. Also können jetzt hergehen und sagen, ja, hallo Leute, kommt zurück zu meinem Minecraft-Let's Play. Heute mache ich, weiß ich nicht was, Game Mode, Survival oder sowas. Oh, ups, Game Mode. Und ihr seht, oh, das ist cool, Achtung. Wenn ich Slash eingebe, kann ich einfach die Tab-Taste drücken und er geht durch alle Commands durch, die möglich sind. Und das geht tatsächlich auch ein Stückchen weiter. Wenn ich zum Beispiel jetzt Execute anfange, ein Command, den ihr später kennenlernen werdet, dann kann man hier richtige Subcommands machen, die dann wieder zusammen kombiniert werden müssen mit if-block und an der Koordinate ist er dann in dem Dings drin und es rotated wie ich selbst und dann run ich den Command Effekt give at s und dann, keine Ahnung, Instant Damage. Das ist riesig. Das ist ein unglaublich komplexes System. Execute ist, im Endeffekt könnt ihr euch das vorstellen als objektorientiertes Programmieren, weil ihr einfach von Entities Sachen ausführt oder von der Position von Entities Sachen ausführt. Mega cool. Ich wünsche dass tatsächlich, dass andere Programmiersprachen so auch funktionieren, weil das einfach saugeil ist. Ist echt richtig nice. Aber bis jetzt sind wir quasi einfach in Minecraft und können jetzt beispielsweise sowas machen wie slash give oder sowas. Und dann zum Beispiel stone. Ja, dann haben wir uns einen Stein gegeben. Es gibt so Sachen, die kann man sich einfach vorgeben. Und wenn ihr wissen wollt, wie solche Sachen heißen, könnt ihr eigentlich immer mit F3 und H, ja, Tooltips euch anzeigen lassen und seht dann, wie die ganzen Items und Blöcke und so ein Shit heißen. Was es für Commands gibt, könnt ihr im Endeffekt einfach hier durchgehen und ihr könnt auch mit slash help und dann den Command eingeben. Oh Gott, das wird nicht mehr vorgeschlagen. Okay, execute.
Genau, und dann könnt ihr euch anzeigen lassen, wie der ganze Dings funktioniert. Hier funktioniert die Tab-Automat. Also ihr könnt jetzt zum Beispiel Time eingeben und dann sagt ihr euch, wie man die Commands beispielsweise macht. Ja, das ist ganz cool. Also Minecraft gibt euch an sich relativ viele Tipps so. Ist eine ganz nice Geschichte. Gut. Gehen wir ganz kurz in meinen Snapshot-Ordner, denn in unserem Saves-Datei hat sich jetzt, in unserem Saves-Ordner hat sich jetzt was getan. Es gibt jetzt den Tutorial-LOL-Ordner, das ist unsere Welt, in der wir gerade drin sind. Und da hat sich ein Ordner gebildet namens Datapacks. Und der Datapacks-Ordner ist leer. Das Ding ist, ich habe euch aber einen richtig cooles Datapack hier, das Dein Datapack, ist einfach ein leeres Datapack, wo noch nichts drin ist, außer zwei Funktionen, die, glaube ich, auch noch beschrieben sind, aber die machen wir gleich leer. Und dann kriegt ihr die leere Version auf jeden Fall dann als Download. Die können wir uns einfach mal hier reinziehen in Datapacks. Das heißt jetzt einfach mal Dein Datapack. Und da drin sind so Sachen wie eine pack.mcmeter-Datei, wo ihr einfach hier die Description ändern könnt. Die kann man nur nirgendwo anzeigen. Ich weiß nicht, warum es das überhaupt gibt. Vielleicht war da mal ein UI geplant, irgendein Menü dafür, so wie Resource Packs. Vielleicht kommt da noch was. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall könnt ihr da irgendwie irgendwas reinschreiben, was auch immer ihr wollt. Ansonsten habe ich hier noch eine coole pack.mcmeter. Das ist hier das coole Minecraft Paint Herz und dann geht's ab in den Data Ordner. Hier haben wir jetzt zwei Sachen, die unglaublich wichtig sind. Einmal, wenn ihr Minecraft-mäßige Sachen überschreibt, beziehungsweise wenn ihr was an Minecraft-mäßige Sachen hinzufügen wollt, geht ihr in den Minecraft-Ordner. Wenn ihr eigene Sachen hinzufügen wollt, geht ihr in euren eigenen Ordner. Ich habe ihn jetzt Tutorial genannt. In Minecraft überschreiben wir Function Tags, zwei Stück, beziehungsweise fügen zwei Functions an, jeweilige zwei Function Tags an, und zwar einmal den Load und den Tick-Tag, und das sorgt dafür, dass Funktionen mit diesem Namen, also mit allen Namen, die da drinnen stehen, in dem Fall ist es Tutorial Main als Tick-Funktion und Tutorial Setup als Load-Funktion, dass diese Funktionen, diese Load-Funktionen, alle die hier drin stehen, es können auch mehrere drin sein, könnt auch einfach noch eine neue Tutorial.setup2 machen oder sowas. So, vielleicht dieses Ding Zeichen da wegmachen. Und bei der letzten immer kein Komma, ist wichtig, ist JSON. Oder beziehungsweise, keine Ahnung, einen neuen Ordner. Neuer Ordner. Punkt Setup mit 5 Ps. Ja. Und dann werden diese ganzen Funktionen alle einmal, sobald man entweder slash reload eingibt, um es zu reloaden, oder sobald jemand die Welt in die Welt hineinjoint oder quasi sobald ihr die Welt startet. Das ist sozusagen die Load-Funktion. Ich mache die mal wieder rückgängig hier, dass wir das wieder normal haben. Und das andere ist die Tick-Funktion. Das ist sozusagen sowas wie ein pinker Command-Block. Ja, diese Command-Blöcke, die 20 Mal pro Sekunde den Command ausführen. Alles, was hier drin steht, diese Tutorial.main, alles, was in der Tutorial.main drin steht, wird 20 Mal pro Sekunde ausgeführt. Und beziehungsweise jeden Minecraft-Game-Tick. Ein Game-Tick ist eine 20. Sekunde. Das heißt, wenn ihr eine Sekunde haben wollt mit Ticks, das sind das 20. Und wenn ihr das mit den Scoreboards hochzählen wollt, sind das 20. Nur so eine kleine Nebeninformation, falls ihr die braucht. Genau, deswegen können wir einfach mal kurz in unseren tatsächlichen Ordner reingehen, in Tutorial und dann. Und was haben wir hier noch? Tags? Haben wir noch einen Block-Tag? Oh Gott, die müssen wir wegmachen. Die sind noch in meinem Spiel. So, von Dings, von Mobwatch. Gehen wir in Functions und dann gehen wir in Main. Guck, das ist auch noch. Mobwatch und Setup. So. Und diese zwei Funktionen, die können wir jetzt hinzufügen. Also wir können da jetzt irgendwas reinschreiben. Wir können jetzt beispielsweise, passt auf, wir machen Folgendes, wir machen mal in die Setup-Funktion, schreiben wir einfach mal rein, say hi. So. Und dann gehen wir in Minecraft rein und machen mal slash reload. Das reloadet sozusagen alles neu. Und dann passiert Folgendes. Der Server sagt hi. Warum der Server das sagt, ganz einfach, die Konsole hier ist der Server. Die hat einfach den Nickname-Server, quasi die Konsole. Wenn wir das jetzt von uns aus führen lassen wollen, also quasi wenn ich das sage, so wenn Halbzügling das sagt, dann müsste man das mit einem Execute-Befehl machen. Und das ist ich mache das jetzt einfach mal kurz, ihr müsst nicht verstehen, wie Execute funktioniert. Execute as Halbzwilling, run, say hi. Und dann, pass auf, passiert, wenn wir das nochmal reloaden, dann mache ich das. Dann kommt das nicht von der Konsole, sondern dann mache ich den say hi-Befehl. Und das ist auch ganz cool. In der Main-Funktion können wir tatsächlich dann irgendwelche Sachen machen wie die durchgehend passieren. Und wir könnten beispielsweise machen, einfach auch mal say hi. Wir schreiben einfach auch mal say hi rein. Und reloaden wir das. So. Und dann seht ihr, bup. Ja, das funktioniert auch ziemlich gut. Aber wofür ist eine Setup-Funktion dann eigentlich da? Warum will ich nicht durchgehend hi sagen? Warum will ich das nur einmal machen? Ganz einfach, um zum Beispiel, wenn ihr das später irgendwie teilen wollt oder so, wenn ihr vielleicht einen coolen Mod habt oder so und dafür braucht ihr Scoreboards oder Teams oder irgendwelche Sachen, die man vorher erstmal abspeichern muss, dann ist es gut, so eine Setup-Funktion zu haben. Denn man kann zum Beispiel mit /team ein Team hinzufügen. Da können dann Leute reinjoinen und ich komme zu später noch zu solchen Sachen, aber ihr könnt zum Beispiel ein Team hinzufügen und das Team dann irgendwie nennen, zum Beispiel blau, und dem dann Optionen adden, dass es dann auch wirklich blau ist und dass sie dann, keine Ahnung, ich mach das jetzt einfach mal ganz kurz. Also ich nenne das mal ganz kurz Team Blau. So, mache ich Team Option,
blau, color, blue. So, dann ist es quasi blau. Und jetzt kann ich nochmal Team Join blau machen. Und dann, wenn ich jetzt quasi was schreibe, dann seht ihr, ich bin blau. Das ist der Wahnsinn. Das heißt, ich bin in einem blauen Team. Und das blaue Team kann dann sowas machen wie, beziehungsweise ich könnte jetzt auch sagen, wer ist denn alles im blauen Team? Dann kann ich einfach mal Team List blau machen und sehe, okay, ich habe einen Member drin und dann sehe ich, ich bin das. Und ich könnte zum Beispiel auch sagen, say at a, Team ist gleich blau. Also es ist quasi, ich kann das als Selector machen und kann sozusagen jeden in dem Team dann ausgeben in der Konsole oder quasi irgendwie, keine Ahnung, oder tippen damit oder so. Oder sagen, yo, jeder, der in dem Team ist, wird nach oben tippen, jeder, der nicht in dem Team ist, nicht. Das geht auch, das funktioniert alles. Und das ist ziemlich krass. Also das sind so Sachen, ihr könnt auch Entities in Teams hinzufügen, müssen nicht nur Spieler sein, könnt auch irgendwelche Hühnchen nehmen. Das ist ganz schön cool. Und deswegen, das sind so Sachen, wenn ihr quasi, also diese ganzen Sachen, wie ich gerade gemacht habe, dieses Scoreboard, also dieses Team Add, ne? Also ihr müsst übrigens die Slashes weglassen in den Funktionen hier. Team Add blau und dann Team Option blau, Color blue, das schreibt ihr einfach alles hier rein. So. Und dann auch noch, ne, Team Join blau ist weg. Und dann habt ihr dieses Team und dann könnt ihr später einfach in der Main-Funktion schreiben, say at a, Team ist gleich blau. Weil sonst weiß das Spiel ja nicht, jo, was ist eigentlich Team Blau? Also das ist eigentlich ganz cool. Das einzige Problem ist hier tatsächlich, dass es nicht wie bei anderen Programmiersprachen irgendwie sowas wie, keine Ahnung, Team Tutorial.blau gibt, sondern es ist dann wirklich Team Blau. Und wenn ihr ein anderer Datapack-Ersteller auch das Team Blau blau nennt, dann haben wir ein Problem. Deswegen nennt eure Teams, eure Scoreboards und so weiter und so fort alle immer so, damit man, keine Ahnung, damit man keine Konflikte hat. Also am besten packt ihr irgendwo euren eigenen Namen rein oder sowas und macht es nicht zu simpel, weil sonst könnte es eventuell sein, dass ihr mit einem anderen Datapack dann konfliktet. So, das ist sozusagen so eine Sache. Im Endeffekt war es das eigentlich auch schon. Mehr braucht ihr eigentlich gar nicht zu wissen bis jetzt. Das ist sozusagen der Anfang. Das ist das allererste Video zum Mapmaking. Wie fange ich an? Ja, ich kann jetzt hier, keine Ahnung, ein Team adden und ich kann Leute, achso, ich kann jetzt mal Reload machen, dann seht ihr, dass es die ganze Zeit einfach nur meinen Namen sagt, bis ich dann quasi Team Leave mache, Halbzwilling, oder beziehungsweise Add A, und dann weg. Das ist krass, ne? Das ist der Wahnsinn. Dann machen wir wieder weg hier, weil ich keinen Bock darauf habe, dass das die ganze Zeit das sagt, und machen nochmal Reload, und dann geht es nicht. Jetzt machen wir Folgendes, wir schreiben mal ganz kurz Say mit 2i und schreiben Hi, machen dann nochmal Reload, und dann sehen wir, dass die nicht mehr funktioniert. Sobald ein Comment nicht funktioniert, also quasi sobald ein Befehl fehlerhaft ist in einer Funktion, wird die ganze Funktion nicht geladen. Das heißt, nicht nur der Command wird nicht funktioniert, sondern alles, was danach kommt oder alles, was davor kommt in der Funktion, wird auch nicht geladen. Heißt, es wird schwierig, einen Fehler zu finden manchmal. Und deswegen haben wir die Konsole hier geöffnet. Deswegen haben wir dieses Game Output. Und ihr seht, wir haben einen neuen Error bekommen da unten. Und der heißt, couldn't read function tag list minecraft.tick, bla bla bla. Genau, weil die eine Funktion in der Minecraft-Tick fehlerhaft war. Das ist sozusagen die Fehlermeldung, die darauf folgt. Die Fehlermeldung an sich ist das hier. Und zwar in der Functions, in der Tutorial Functions Main.mc Function steht nämlich drin. In Line 0 unknown command at position 0 hier. Also quasi ihr seht, Line 0, Position 0, das ist hier. Also ihr müsst euch dann immer eine Zahl wegdenken. Die erste Zahl ist logischerweise immer eine 0. Programmierer fangen immer bei 0 an zu zählen. Und dann könnt ihr sowas machen wie den Command richtig schreiben. Und dann funktioniert es. Das ist der Wahnsinn, ich weiß. Ja. Das Datapack, so könnt ihr euch downloaden. Ihr könnt quasi alle möglichen Commands damit starten. Das Problem ist nur, dass es extrem kompliziert und umfangreich wird, über jeden einzelnen Command jetzt zu sprechen. Das heißt, das ist sozusagen jetzt der Anfang. Wir werden im nächsten Video dann weitermachen, wie man Sachen abfragt, so wie man sagt, wie man mit Tags, mit Teams und mit Scores arbeitet, wie man Scoreboards hinzufügt, wie man Teams hinzufügt, wie man mit Tags arbeitet und später dann noch sowas mit States, wie kann man testen, dass ein Spieler gerade am Sneaken ist, wie kann man spielen, testen, dass ein Spieler gerade in der Luft ist und sprintet oder vielleicht in der Luft sprintet oder in der Luft sprintet und sneakt oder Rechtsklick drückt, wie kann man Rechtsklick abfangen, wie kann man Player-Input machen oder sowas. Das sind alles Sachen, die kommen dann später. Das heißt, wenn ihr Lust habt, könnt ihr gerne vorbeischauen, könnt ihr abonnieren, drückt die Glocke und dann kriegt ihr die nächsten Teile auch noch mit und dann könnt ihr euer eigenes Spiel in Minecraft machen. Wenn ihr Bock habt, kommt vorbei und drückt jetzt auf Abonnieren. Und jetzt gehe ich in die Endkarten, dann könnt ihr jetzt noch krasse Videos von mir schauen, die sind auch alle super. Vielleicht ist sogar schon der nächste Part online. Wer weiß es? Ich weiß es nicht. Gerade ist es noch nicht online. Vielleicht schon, wenn du das Video schaust. Vielleicht kommst du aus der Zukunft. Wenn du aus der Zukunft kommst und das Video schon da ist, sag mir mal Bescheid. Und vergesst bloß die Glocke nicht, sonst gibt's so eine Schelle. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.